Hi und herzlich willkommen. Ja, heute soll es um das Thema Berufsorientierung gehen, beziehungsweise um das Thema Betriebspraktikum. Und ich habe ja bereits schon einige Videos zum Thema Betriebspraktikum gemacht. Normalerweise mache ich ja Mathe-Videos, aber ich beschäftige mich sehr intensiv auch in meiner Schule mit Berufsorientierung. Das sind also Themen, die mich sehr stark eben auch ja täglich berühren. Und ich möchte gerne heute mit dir darüber ins Gespräch kommen, wie verhalte ich mich eigentlich in dem Betriebspraktikum, in das ich gehe. Und das ist nicht so ganz unwesentlich, denn das Betriebspraktikum ist eine ganz wichtige Sache für euch, denn ihr sollt herausfinden, ob dieser Bereich, den ihr euch ausgesucht habt, vielleicht auch möglicherweise für euch später passt, für eine mögliche Ausbildung. Der erste Punkt, und glaube ich, das ist somit das Zentralste, wenn ihr ins Praktikum geht, dann seid ihr Gäste. Und Gäste sind immer so, dass sie sich eigentlich an die Regeln der jeweiligen Menschen halten, bei denen sie zu Gast sind. Und bedeutet für uns, dass wenn wir uns also in den Betrieb hineinbegeben, dass wir uns damit mit den Regeln beschäftigen, was in diesem Betrieb auch so läuft und was eben nicht laufen soll. Und so ist es beispielsweise eben wichtig, sich auch mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen. Das heißt also, brauche ich Sicherheitsschuhe, brauche ich eine bestimmte Kleidung dafür, für den Alltag, um den gut bewerkstelligen zu können. Also macht euch da auf jeden Fall schon mal schlau, sodass es da am ersten Tag auch nicht Probleme gibt. Ja, dann die zweite Sache zum Verhalten im Betriebspraktikum ist, es kommt hin und wieder auch mal vor, dass ihr mit Mitarbeitern einfach zum Beispiel auf eine Baustelle geht oder aber beispielsweise in der Küche arbeitet. Dann ist es sehr, sehr, sehr schön, wenn ihr fleißig arbeitet, das ist ganz klar. Aber fragt auch einfach nach. Das heißt also, hinterfragt Arbeitsabläufe und stellt die in Frage, was ihr vielleicht nicht versteht. Und das hat auch was damit mit dem Verhalten zu tun. Denn wenn ich weiß, was ich jetzt tun soll, dann kann ich das viel besser ausführen, als wenn ich es gar nicht weiß und vielleicht mir dadurch der ein oder andere Fehler auch passiert. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Verhalten. Und zwar kann es ja auch durchaus mal passieren, dass etwas kaputt geht. Und das ist eigentlich so nicht schlimm, außer ihr macht es natürlich mutwillig. Also, aber das unterstelle ich euch jetzt mal so nicht. Also, wenn ihr beispielsweise ein Problem habt und es geht irgendwas kaputt, dann solltet ihr auf jeden Fall das euren Betreuer sagen und mitteilen, denn ihr seid versichert, zum einen einmal über den Betrieb mit Garantie. Und zum anderen natürlich auch über die Schule. Und dann kann das auch ersetzt werden. Das heißt also, da macht euch bitte keine Sorgen und schiebt das unter den Tisch oder kehrt das unter den Schrank, sodass es keiner merkt. Im Fall, weil hinterher merkt es doch einer. Und dann wird es zu einem größeren Problem. Und vielleicht seid ihr dann eben damit dann sogar auch schon raus aus dem Praktikum. Oder man sagt dann, nee, den kann ich mir auf gar keinen Fall später vorstellen, dass der mal in meinem Betrieb arbeitet. Ja. Zum weiteren Verhalten, seid höflich und freundlich. Das ist so eine Sache, wo man eigentlich sagt, ja, das setzt sich voraus, aber das fängt schon bei den kleinsten Sachen an. Also beispielsweise morgens, wenn ich in den Betrieb komme, dass ich einfach mal sage, guten Morgen. Oder wenn ich abends gehe, einen schönen Abend oder bis morgen, wie auch immer, dass ich mich auch verabschiede. Dass ich mich vielleicht auch mal bedanke bei dem, der mich jeden Tag mitnimmt. Denn ja, es ist ja nicht immer nur einfach und vielleicht raube ich ihm dadurch auch Zeit und er muss schneller arbeiten, um das Ganze zu schaffen. Denn die Betriebe haben ja eins auf jeden Fall zum Ziel: Sie müssen die Kundengeschäfte erledigen und ja, die wollen eben auch Geld verdienen und von daher könnt ihr natürlich nicht trödeln. Und dann ist mal so ein nettes Wort einfach vielleicht auch mal ganz gut. Ja, bitte und danke ist also eine Voraussetzung auch für ein gutes Miteinander. Ja, und dann ist es natürlich auch mal gut, wenn ihr mal lächelt und nicht grimmig guckt, auch wenn ihr morgens vielleicht nicht gerade gerne aufstehen wollt. Ihr müsst ja miteinander arbeiten und von daher ist es gut, wenn man freundlich auftritt, wenn man gut gelaunt in den Tag startet. Also zumindest, dass man sich die Mühe gibt, auch den anderen zu zeigen, dass ich gut drauf bin und dass mir das hier so Spaß macht. Ja, dann kommt das nächste Thema, zum Beispiel Hilfsarbeiten. Und das gehört natürlich auch zum Verhalten. Ihr könnt nicht immer nur die Facharbeiteraufgaben erledigen, das ist ganz klar. Und von daher gibt es auch oftmals Tätigkeiten, die euch nicht so passen.
zumindest nicht so euch in den Kram passen. Und ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe mal früher irgendwann mal Maurer gelernt, dass man als Auszubildender oder auch als Praktikant auch einfache Aufgaben zu erledigen hat. Und das sind beispielsweise eben auch Dinge zu holen aus dem Bulli oder wieder was wegzubringen, was aufzuräumen oder auch was zu putzen. Das gehört einfach mit dazu. Und das sollte man auf jeden Fall ohne Murren machen. Denn auch da wird geschaut, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung euch eben auch erzählen, es wird geschaut, wie gehst du damit um? Die wollen eigentlich euch nicht ärgern, sondern die wollen auch mal gucken, wie viel stressresistent bist du und kannst du dich darauf einlassen, die Dinge zu bewerkstelligen, die dir als Aufgaben gestellt werden. Ja. Dann der nächste Punkt, ich finde, ganz wichtiger Punkt auch, sei pünktlich. Wenn ihr pünktlich zur Arbeit kommt, habt ihr die Möglichkeit auch, dass ihr mit den Bullis beispielsweise mitfahren könnt oder aber auch, dass ihr eure Aufgaben erledigen könnt. Und das nehme ich immer wieder auch als Problem wahr, dass viele dann eben ja einfach nicht pünktlich da sind. Und aber immer auf die Pausen dann pochen und sagen, ja, ich habe aber Pause, wie auch immer. Also da ein bisschen flexibler auch reagieren, aber trotzdem pünktlich erscheinen. Wenn ihr da Probleme mit dem Bus habt, weil ihr beispielsweise früher nach Hause müsst, weil der Bus beispielsweise um 5 vor 4 fährt und ihr müsst aber bis 4 Uhr arbeiten, da kann man schon im Vorfeld auch mit dem Betrieb drüber sprechen und sagen, ich habe da ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, wie ich dann nach Hause kommen soll, können wir das irgendwie regeln? Und vielleicht ist es dann die Möglichkeit, dass man einfach ein bisschen früher anfängt oder aber der Betrieb sagt, alles klar, kein Problem, dann gehst du ein paar Minuten früher. Und dann sollte das auch kein Problem sein, auch wieder pünktlich nach Hause zu kommen. Also von daher auch zum Thema Verhalten im Betriebspraktikum. Kommunikation, also sprechen, ist einfach alles. Und wenn ihr miteinander sprecht, dann habt ihr auch eine gute Voraussetzung, dass das gut auch laufen kann. Ja, ihr seht also, es ist gar nicht so schwer, das Ganze zu berücksichtigen. Vielleicht solltet ihr auch euren Betrieb informieren, was sollt ihr erledigen, auch während des Praktikums? Manche Schulen möchten gern einen Praktikumsbericht. Manche bereiten beispielsweise für eine Praktikumsmesse vor. Also da gibt es die unterschiedlichsten Art und Weisen, wie das Ganze gehandelt wird. Von daher informiert eure Betriebe darüber, wie das gemacht wird. Gebt den Rückmeldebogen auch früh genug ab, dass euer Betreuer auch eine Rückmeldung dann vernünftig geben kann. Und sucht einfach das Gespräch. Das wäre gut und wichtig auch für euch. Ja, ich hoffe, ich konnte dir wirklich mit diesen paar Tipps ein wenig helfen, wie ich mich verhalte im Praktikum. Und hoffe, es hat dir dieses kleine Video gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!